Loris Benito, ja, später Ausgleich und man kassiert. Wie war die Stimmung nach dem Match in der Garderobe? Ja, die Enttäuschung überwiegt definitiv. Einfach aufgrund der zweiten Halbzeit. Wir haben das in der ersten Schubphase gut gemacht. Wir haben, das Goal ist unerklärlich, wie wir das bekommen haben. Das ist, ja, momentan sind wir einfach ein bisschen, in solchen Situationen vielleicht zu wenig aufmerksam. Und ja, es ist wirklich unerklärlich, wie das passieren kann. Dann kommen wir sehr gut aus der Halbzeit raus, eine gute Reaktion zeigen, es ist auch laut in der Kabine. Ja, und dann sind wir auch verdient, finde ich, in Führung gegangen mit einer sehr guten Startphase der zweiten Halbzeit. Und wenn man das Goal so spät bekommt und man das Gefühl hat, man hat alles im Griff, dann ist das sehr enttäuschend. Aber man muss sagen, es war eigentlich wirklich über weite Strecke eine sehr gute Leistung gewesen. Und gleich am Schluss ist der Punkt hier in Belgrad, in einem schwierigen Auswärtsmatch, eigentlich, ja, ist es eine gute Leistung auch und hat man vielleicht vor dem Spiel auch so umgeschrieben? Ja, es war definitiv ein Thema gewesen, oder? Dass man, wenn man mit einem Punkt hier heim könnte, in schwierigen Verhältnissen, dann ist das sicher nicht schlecht. Aber ich glaube, nach dem Spielverlauf überwiegt die Enttäuschung, weil wir haben gespürt, dass wir die bessere Mannschaft sind. Wir haben gespürt, dass wir besser ins Spiel kommen. Wir haben die Ballphase wie sehr gut laufen lassen. Wir haben die Lücken gefunden, um unsere Spieler frei zu bekommen. Auch zum Beispiel Meschak, der viele Aktionen können haben. Dementsprechend überwiegt jetzt im ersten Moment sicher die Enttäuschung. Aber auch ja, eine gewisse Überzeugung, dass wir das in einem zweiten Spiel gegen sie daheim sicher können richten können. Aber ich glaube, das muss man definitiv so mitnehmen. Man hat noch daheim und man sieht, der Gegner ist wirklich sehr schlagbar. Und eben, man hat eine gute Leistung gezeigt in einem schwierigen Match. Ja, ich finde auch. Ich glaube, es sind sehr viele Aspekte von dem Spiel, die man nicht davon schätzen. Man spielt auswärts. Es wird alles ein bisschen gemacht, dass es schwierig ist. Die Stimmung, ja, man merkt, dass die Fans extrem da sind, wenn es der Mannschaft ein bisschen besser läuft von Rotenstern. Wir haben phasenweise auch gemerkt, dass die Fans sehr ungeduldig geworden sind. Dementsprechend kann man auch ein Kränzchen winden, weil wir es sicher gut gemacht haben. Ja, über weite Strecken eine gute Leistung. Aber, wie gesagt, Enttäuschung überwiegt. Vielleicht auch speziell für Antonio Rajoppi ein bitterer Match mit dem Ausgleich spät. Und er hat eigentlich schon den ganzen Match ein paar Mal wirklich schon die Mannschaft im Spiel gehalten mit Riesensaves. Ja, definitiv. Also der Antus zeigt seit Wochen sehr gute Leistungen. Ich habe das letzte Goal ehrlich gesagt nicht im Kopf oder nicht gesehen, wie es passiert ist. Aber es ist klar, da ist immer die ganze Mannschaft dahinter. Und ja, wir machen jetzt sicher nicht irgendwie ein Büro auf wegen so etwas. Vielleicht noch schnell zu dir persönlich. Du musst ausgewechselt werden, verletzt. Wie geht's dir? Was ist genau passiert und was hast du? Ja, also was passiert ist, weiss ich ehrlich gesagt eben auch nicht genau. Es ist etwas mit der Rippe. Die ersten Informationen könnten sein, dass der Rippenbogen gequetscht ist. Wir hoffen, dass es nur das ist und nicht ein Prellung oder sogar ein Bruch. Wie es passiert ist, weiß ich nicht. Das ist irgendeine Aktion, wo ich mich verdrehe. Vor dem Goal ist zwischen der 20. und der 30. Ja, jetzt, im ersten Moment fühlt es sich schmerzhaft an. Ich habe in der Pause alles probiert, um nochmal auf den Platz zu kommen. Aber dann schnell gemerkt, dass es nicht geht und ich so der Mannschaft nicht helfen konnte. Dementsprechend auch die Entscheidung, dass dann rauszugehen. Aber ich bin trotzdem guter Dinge, dass es für am Sonntag wieder langt. Also wir wünschen natürlich dir gute Besserung, generell gute Erholung und eine gute Rückreise. Und ja, freuen uns natürlich auf den Match am Sonntag. Merci, Mann. Danke. Ficho, am Schluss ist es ein Punkt. Es war eine Achterbahnfahrt. Wie geht es dir jetzt nach dem Match? Ja, gemischte Gefühle. Auf der einen Seite ist die Enttäuschung, auf der anderen für mich sehr ein emotionaler Tag. Darf in diesem Stadion spielen vor der Familie, wo mich ja, die meisten Leute zum ersten Mal gesehen haben. Ja, momentan ein bisschen enttäuschend. Aber rollen wir es nochmal auf. Es ist nicht ein einfacher Auswärtsmatch, das hat man gewusst. Man geht in Rückstand, es macht es noch schwieriger. Man kommt eigentlich zurück, kurz vor Schluss ist man vor. Ja, man hat die Chance vielleicht sogar ein Drittes zu machen, verpasst es. Ist es am Schluss ein verlorener Punkt? Oder ja, ein Punkt auswärts ist eigentlich auch gut? Ja, ein Punkt auswärts könnte, ja, je nachdem, wenn man die Tabelle am Schluss anschaut, könnte noch wichtig sein. Viel investiert. Schlussendlich finde ich, hat uns ein bisschen Cleverness gefällt. Die letzten 20 Minuten sind wir doch relativ passiv geworden, wie schon in den vorherigen Spielen. Und ja, in der Champions League wirst du für so einfache Fehler halt bestraft. Ihr habt die Formation ein bisschen geändert, in einem 4-3-3 gespielt. Es hat eigentlich nicht so schlecht funktioniert, über lange Strecken, muss man sagen. Ja, ich finde vor allem Ende erste Halbzeit haben wir es gut gemacht und Anfang zweite Halbzeit. Wie schon gesagt, das System war eigentlich nicht das Problem gewesen. Vor allem vielleicht die ersten 15-20 Minuten zu viel Respekt gehabt vor dem Gegner, vor dem Stadion. Aber ja, je länger das Spiel gegangen ist, ja, desto besser haben wir gespielt. Und am Schluss natürlich noch eine ultra hektische Phase. Wie hast du die auf dem Platz erlebt?
Ja, Rotenstein hat guten Druck gemacht, mit den Fans noch im Rücken. Ja, dann wirklich spezielle Stimmung, muss man sagen. Wir haben probiert, alles wegzuverteidigen. Ja, Schluss macht es auch gut. Und, ja, leider müssen wir mit dem Punkt leben. Vielleicht ganz zum Schluss noch ein Wort. Es ist ein grosses Stadion mit lauten Fans von Rotenstern Belgrad. Aber auch die Fans, die mitgekommen haben, glaube ich, ihr Bestes gegeben und haben auch ab und zu mal sich Gehör verschafft hier. Ja, wirklich super, wie sie uns unterstützen, auch den Weg mitmachen. Und ja, ich glaube, wir Spieler sind alle froh, dass wir so Fans sind. Also, wir wünschen gute Erholung, Kopf hoch. Ein Punkt hier ist, glaube ich, nicht so ein schlechtes Resultat unterm Strich und eine gute Heimreise.